Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Und ich habe einen Gast hier, auf den ich mich sehr freue, weil ich nämlich die Gelegenheit ausnutzen werde, mir selber einen Gefallen zu tun und einige von meinen Lieblingsstücken hier vorzuspielen. Deshalb begrüße ich ihn ganz besonders herzlich. Herzlich willkommen, Carsten Troika. Hallo. Hallo, sei gegrüßt. Jawohl, wir sind eigentlich beide Berliner. Wir treffen uns hier gerade in Berlin. Und du bist aber wirklich ein Berliner. Du bist nämlich in Berlin geboren. So ist es im Jahr 60 schon. Im Jahr 60 schon. Ja, ich bin noch etwas älter. Naja, und du hast eine bestimmte Bekanntheit, ich möchte fast sagen Berühmtheit, mit jiddischen Liedern und mit Liedern, die man damals Zigeunerlieder nannte. Ja. Bist du aufgewachsen mit jiddischen und mit Zigeunerliedern? Also mit jiddischen auf jeden Fall. Das war vor allem literarisch. Literarisch? Ja, das ging über die Bücher. Ja, das heißt, Bücher waren zuerst da. Vor allem die Geschichten, jüdische Geschichten. Die hat mein Vater gelesen, der war Jos Sellhorn, Anfang der 60er im Verlag Volk und Welt. Und hatte außerdem angefangen, als Manager für Jazz und anderes zu arbeiten. Das hieß natürlich in der DDR nicht Manager. Der Beruf war Sprecher. Aber er hat die Veranstaltung organisiert. Und das war damals berühmt, Jazz und Lyrik und Jazz, Lyrik, Prosa und so. Und in dem Zusammenhang entstand dann auch ein sogenannter jüdischer Abend. Aha. Und bei den Geschichten, die aus dem Jiddischen ins Deutsche übertragen waren, gab es dann immer jiddische Schallplatten zu hören. Und das war das Einzige, was meine Eltern später noch verbunden hat, nach der Scheidung. Und also habe ich es dann auf die Bühne gebracht. Nee, nicht das Einzige. Es war auch die Lieder von Georg Kreisler und es war auch ein gewisser Anspruch, eine bessere Welt bauen zu wollen. Gut, dass du es sagst. Oh, du hast das Stichwort Literatur gesagt. Also es ging zunächst mal um Bücher. Und dein Vater hat einerseits Bücher vermittelt und andererseits im Radio Sendungen gemacht, so habe ich das verstanden, oder? Nee, die Sendungen waren nicht im Radio, weil Jazz war damals verpönt in der DDR und er war ein bisschen zu früh. Später haben andere sehr wohl Jazz gespielt. Wo hat er denn gesprochen? Der Beruf war Sprecher, aber nicht im Radio. Eigentlich war er Manager und hat auf der Bühne auch die Titel angesagt. Also er war live? Immer live. Sag doch mal ein paar Buchtitel. Erinnerst du dich an einige Buchtitel? Natürlich. Du bist schuld, du hast das Stichwort Literatur. Ich bin schuld, ich habe Literatur gesagt. Naja, er war in erster Linie daran interessiert, den Kurt Tucholsky unter die Leute zu bringen. Dazu kamen dann die jiddischen Witze von Sascha Landmann. Ja. Und von Ephraim Kishon, die skurrilen Geschichten. Er fand später den Ephraim Kishon ja nicht mehr so gut, aber der hat doch viel Freude gebracht. Und Isaac Bashevis Singer, der später 1978 einen Literaturnobelpreis für sein jiddisches Werk bekommen hat. Das war ja überhaupt eine bedeutende Geschichte, weil Jiddisch ja nie die Sprache eines Staates gewesen war. Da hast du die jiddische Sprache gelernt, oder? Also du hast normal Deutsch gesprochen. Natürlich. Mhm. Mein Vater kommt ja aus einer Hamburger jüdischen Familie, da hat man Deutsch gesprochen. Mhm. Meine Mutter gehört zwar zu einer Familie, die in der Nazizeit stark verfolgt war, aber das waren Kommunisten. Das war sprachlich gar nicht der Punkt. Es war inhaltlich sozusagen eine Zuneigung. Ja, eine Zuneigung zu dieser Art von Kultur. Affinität sagt man, oder? Affinität sagt man dazu auch, ja. Also zu dieser Art von Kultur. Aber die Wahrheit ist, das gehörte bei uns zur Kultur zwar zu Hause dazu. Mir war auch nicht bewusst, wie viel Ablehnung von außen auf Jüdisches und Juden überhaupt uns zugetragen wurde. Aber ich wollte dann ja Liedermacher werden und habe mit meinen eigenen Liedern die ersten Programme gemacht da in den 80ern. Und da hatte ich nicht genug Lieder. Und inzwischen kannte ich ja diese ganzen jiddischen Lieder ganz gut. Und die waren für mich auch nicht schwer. Ich bin zwar kein Gitarrist, aber umzack, umzack, umzack kann ich gut machen. Und das hat auch Spaß gemacht. Und ich habe auch Lieder von Bettina Wegner und so gesungen dazu. Jetzt sind wir schon in den 80er Jahren, ja? Ja. Ich habe einen großen Sprung gemacht. Ich war ja zwischendurch erst mal Kind und bin groß geworden. Das ist gut, dass du groß geworden bist. Ich wollte doch noch ein bisschen was wissen über die 60er Jahre. Gab es so etwas wie eine jüdische Gemeinschaft? Jude ist man ja, wenn die Mutter jüdisch ist oder man irgendwie einen Übertritt gemacht hat. Das kam für mich gar nicht in Frage. Allerdings waren da natürlich viele, die sozusagen eine jüdische Herkunft und Tradition hatten. Und da war man schon in gewissen Kreisen. Woran hat sich das gezeigt?
Gab es bestimmte Speisen, gab es bestimmte Gesänge, Rituale oder erkannte man sich am Namen? Mein Geburtsname ist Carsten Sellhorn, da erkennt man gar nichts. Du hast selber gesagt, gewisse Kreise. Also wenn die Eltern und Großeltern sich kannten, dann kam man ja in Berührung. Okay. Wie sich herausstellt, waren einige tatsächlich auch in der jüdischen Gemeinde. Später haben sich ja viele dort getroffen, die in irgendeiner Weise eine Herkunft hatten oder wiederentdeckt haben. Und manche sind dann auch richtig Gemeindemitglieder geworden und so. Das war für mich zwar interessant, weil ich inzwischen schon mit der jüdischen Kultur auf der Bühne war, aber das spielt für mich dennoch bis heute keine wirkliche Rolle. Obwohl ich ja jetzt dauernd für den Zentralrat im Kulturprogramm mit Sharon Brauner rumziehe. Und das ist wiederum schön. Aber da muss man Russisch können in den Gemeinden heute. Okay, dann machen wir ruhig den Sprung in die 80er Jahre. Jetzt bist du also 20 und hast schon den Wunsch, Liedermacher zu werden und hast auch gewisse Grundkenntnisse auf der Gitarre. Hattest du auch schon erste Auftritte? Ja, und dann hatte ich aber nicht genug Lieder. Ja? Dann habe ich jiddische Lieder dazu getan und so ein paar andere. Und dann wollten die Leute über meine schönen, eigenen, komplizierten, lyrischen und ein bisschen verschrobenen Lieder gar nichts wissen, die ich alle vergessen habe. Sondern haben mich immer gefragt, das mit dem komischen Deutsch, was ist denn das? Und da hat gar nicht lange gedauert, dann wurde ich nur noch dafür eingeladen. Dann lernte ich eine Geigerin kennen, die hat das auch ganz schön gemacht. Dann sind wir zu zweit rumgezogen und dann konnte ich... In der DDR. Ist alles DDR jetzt. Und dann konnte ich gar nicht mehr was anderes machen. Also ich habe das andere alles auch gemacht. Chansons, Lieder und eigentlich hätte ich auch Rockmusik gemacht, wenn es sich ergeben hätte. Aber ich wurde immer dafür eingeladen. Und ich habe zu der Zeit bei geistig behinderten Kindern gearbeitet und habe so gut wie nichts verdient. Es fällt mir auch nicht schwer, von wenig zu leben. Aber es war doch sehr angenehm, dann 3, 4, 5 Mal im Monat deutlich mehr Geld zu bekommen, obwohl das auch sehr wenig war in der DDR. Ja, es gab ja eine feste Regelung für die Künstler. Du hattest eine sogenannte Pappe, oder? Ja, ich hatte eine sogenannte Pappe. Komm, wir müssen schon erklären, was das bedeutet. Also, ach so, die Pappe müssen wir erklären. Ja, ich hatte eine sogenannte Pappe. Das nannte man Einstufung. An jeder Einstufung, da hing dann eine bestimmte Summe, die man nehmen konnte. Die man kriegen und ich war dann schließlich aufgestiegen zu 70 bis 140 Mark der DDR. Und das war im Osten viel, zumal man fürs Geld ja gar nicht so viel bekam. Ja, nicht das, was man wollte zumindest. Also, meine ich, ja, also hattest du schon eine gewisse Berühmtheit mit Anfang 20? Aber es war immer eine Nischenkultur. Eine Nischenkultur. Und die Berühmtheit war jetzt auch nicht so der Antrieb. Hätte ich gewusst, dass ich damals so hübsch war und hätte ich dann einen Schlager gesungen, dann wäre ich heute reich. Oder dass die Stimme auch irgendeine Besonderheit hat. Das war mir alles nicht so wichtig. Aber ganz ehrlich, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zumindest die Künstler, die Ossis, manchmal unser Licht auch unter den Scheffel stellen. Ich weiß auch nicht mal, ob das eine Eitelkeit ist oder ob das wirklich so ein bisschen auf den Kopf gehauen ist. Ja, aber wann kann man sagen, bist du dann bekannt oder berühmt geworden? Was würdest du selber sagen, was war für dich entscheidend? Oder man sagt ja gerne Durchbruch, das klingt ein bisschen blöd, das klingt wie Dammbruch. Aber gab es sowas, dass du plötzlich gesagt hast, so jetzt bin ich Künstler. Wir können gerne noch einen Sprung machen, wenn du willst. Also wo du sagen kannst, jetzt habe ich meine Identität gefunden als der Sänger. Vielleicht war das der Durchbruch. Als die DDR zusammenbrach, gab es irgendwie eine Art Stimmung innerhalb der sich wandelnden Regierung, so in dieser Übergangszeit. Das war ja eine kurze Zeit, aber dann wurde ich plötzlich in alle DDR-Kulturzentren geschickt in Europa. Und da warst du in welchen Ländern? Polen, Tschechoslowakei gab es ja damals noch, Rumänien und Bulgarien. Nicht in der Sowjetunion, da nicht. Aber du hast nach dem Durchbruch gefragt, auch wenn es klingt wie ein Dammbruch oder Hals und Bein. Doof. Der Durchbruch, der war politisch, weil die Mauer aufging und ich nicht mehr auf die Pappe angewiesen war und auf eine regelmäßige Arbeit, hat mein älterer Bruder mir damals gesagt, naja, wenn du so gut Geld kriegst dafür, dann kannst du doch einfach aufhören, noch andere Sachen zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, meinst du? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich es gemacht. Und zwar ab 1990. Ab 1990. Direkt. Und dann war ich auch tatsächlich schnell überall eingeladen. Und das war schon ein gewisser Durchbruch. Ja. Und so ist es dann geblieben. Ja, wir haben jetzt schon ein paar
Termine, die man sich leicht merken kann. 1960 geboren, 1980, da hatten wir schon den ersten Liedermacher, da warst du 20. Und jetzt 1990, da bist du professioneller Chansonsänger oder professioneller Künstler und trittst jetzt weltweit auf, weil die Begrenzungen durch die Pappe einerseits und durch die Grenzen andererseits weggefallen sind. Also, das war aber eine super Zusammenfassung. Jetzt sind wir endlich so weit, wir haben es geschafft, dich einigermaßen vorzustellen. So, und jetzt komme ich endlich zu meinem ersten Liebling, den ich gerne vorstellen will. Du hast eine Version gemacht eines Liedes von Leonard Cohen. Ja, also ich habe eine deutsche Nachdichtung gemacht. Mhm. Dann habe ich eine jiddische Nachdichtung gemacht. Also zwei Versionen. Ja, und dann habe ich eine Mischversion mit Sharon Brauner zusammen. In Englisch. Die hat Englisch gesungen und dann mit mir zusammen jiddisch. Meine Güte, drei Versionen gibt es davon. Ja, aber auf der Bühne mache ich jetzt immer die, die Bettina Wegner wiederum geschrieben hat. Vier Versionen. So ist es. Wie bist du nun gerade auf dieses Lied gekommen? Es hat mir einfach gefallen. Und es war ja schon 84 rausgekommen. Mhm. Dann habe ich das damals für die Schallplattenvorträge von meinem Vater übersetzt erstmal. Dein Vater hat das damals schon zur Kenntnis genommen? Ja. Und brauchte das für das, was du Schallplattenvorträge nennst? Ja, das gab es nur im Osten und ich saß ja an der Quelle. Diese Schallplattenvorträge, die fanden gar nicht im Rundfunk statt, sondern die fanden öffentlich statt. Das waren richtig Clubs und manchmal sogar größere Theater. Ich habe es immer so genannt, Vorträge über das Leben der Leute in Schallplatten von Louis Armstrong bis Pink Floyd. Also da, das hat er gemacht. Ja. Und da spielte auch das Lied schon eine Rolle. Da spielte das eine Rolle. Ich habe ganz viele Lieder für ihn ins Deutsche übersetzt. Manche habe ich sogar versucht nachzudichten. Ach so, ja. Ja, dafür das Publikum. Mhm. Ich liebte dich am Morgen mit Küssen tief und warm. Dein Haar auf meinem Naja, und so. Kissen. Ja, das war mir auch aufgefallen. Aber das war zu schwer, um das mal singbar zu machen. Mhm. Dann war es mir immer im Kopf. Und dann habe ich es irgendwann mal Ende der 90er vervollständigt. Und dann habe ich es richtig singbar fertig gehabt, 2005 oder so. Und da saß schon Bettina Wegner dran und hat sich auch dran versucht. Das heißt, nimm doch meine Version. Weil wir hatten ja schon zusammen The Rose nachgedichtet, gemeinsam. Mhm. Immer so hin und her. Ich würde so. Und dann hat sie gesagt, nee, da mache ich meine eigene. Und jetzt haben wir eben die vier Versionen. Sie hat 10 Jahre an der Übersetzung gearbeitet, ja, sagt sie. Mhm. Und fand meine zwar auch gut, aber sie wollte doch ihre haben und die ist für sie natürlich die beste und die muss ich ganz oft auf der Bühne machen. Mit Sharon singe ich dann die halbe jiddische mit der halben englischen und wenn ich alleine Konzerte mache, dann macht's mir zurzeit gerade Spaß, meine deutsche zu singen. Cohn hat in einem Interview gesagt, dass er gehört hatte, dass es in Auschwitz sogar ein Orchester gab. Also das ist für einen Musiker, der aus einer jüdischen Familie kommt, die zwar nicht direkt betroffen war in Kanada, aber die natürlich diese Dinge alle präsent hat, dem war das irgendwie eine schockierende Vorstellung. Und er dachte, er will dazu eine Musik schreiben, ein Lied. Und dann hat er gesagt, es sollte ein bisschen auch klingen wie diese osteuropäische Zigeunermusik, Gypsy Music, hat er gesagt. Mhm. Und er wollte es dann widmen für alle die Liebe, die nicht gelebt werden konnte zwischen Menschen. Und das ist ein so wichtiger Gedanke. Und er hat dazu gesagt, wer das Lied hört, muss nicht unbedingt daran denken. Daran hat er nur beim Schreiben gedacht. Er hat dann gemerkt, man nimmt ja dieselben Worte, die man dafür nimmt, wie man sich fühlt, nachdem man sich getrennt hat oder verlassen wurde. So, du hast also in dem entscheidenden Jahrzehnt zwischen 1980 und 1990, wo du also herangewachsen bist, hast du schon Begegnung gehabt mit Leonard Cohen durch deinen Vater. Mhm. Und weil du für ihn aus dem Englischen das übersetzt hast. Also musst dazu wissen, damals war die Musik noch nicht so spezialisiert. Früher wurde ja alles durcheinander gespielt, auch bei Tanzveranstaltungen. Und wir haben schon alle auch geschunkelt in den 70ern zu So Long, Marianne. It's time that we began. Ja. Und du hast gesagt, bei Cohen selber spielte die Erfahrung des Holocaust in seiner Familie keine Rolle. Aber du hast gesagt, dieses besondere Unglück war für ihn auch immer präsent. Ja, und aber ich will ja nicht für Cohen sprechen. Ich kann nur mich erinnern, was er in Interviews gesagt hat. Ja, ich wollte das auch auf dich zurückführen. Denn ich wollte dich fragen, ob das für dich auch gilt. Ob für dich auch ein besonderes Unglück immer präsent war. Ja, meine Mutter hat viel Wert darauf gelegt, mir ein positives Zukunftsbild zu geben, weil wir ja in der DDR leben, wo die neue Welt, die bessere Welt, die antifaschistische Welt erschaffen wird. Das ist immer mehr mit der Realität kollidiert. Mhm. Aber grundsätzlich war der Schock
ausgelöst durch die Nazizeit. Familie mütterlicherseits gleich 33 mit der Köpenicker Blutwoche. Ja, genau, die Köpenicker Blutwoche, darauf wollte ich dich ansprechen. Das kannst du vielleicht erstmal erzählen, was das war und dann, welche Rolle das gespielt hat bei euch in der Familie. Na, die war insofern immer präsent. Also in manchen Familien ist es anders. Mir wurde alles erzählt, auch als ich noch im Kindergarten war. Vielleicht mit einfachen Worten, aber jedenfalls habe ich es doch verstanden. Also alles erzählt, was für die Familie vom Für die Familie, nein, und was auch politisch bedeutet. Ja. Also die Staatspolitik wurde mir nicht nahegebracht, nicht unbedingt. Wobei ich wusste schon mit 2 Jahren zu sagen, ah, das ist Lenin. Aber okay, das sehe ich heute natürlich auch ein bisschen differenzierter. Aber die Geschichte der Familie wurde mir genau erzählt, also wurde nichts verschwiegen, dass väterlicherseits eine große Angst einfach in den Knochen steckte und keiner überlebt hat von der Familie Nathan. Da gibt es ja auch in Hamburg noch verschiedene Stolpersteine, aber die hatten dann den Namen rausbereinigt aus ihren Unterlagen und einen sogenannten Arierpass mit Geld möglich gemacht. Und 1933 kamen die Nazis an die Macht. Und als erstes haben sie unter anderem in Köpenick die ganzen Gegner in einer Aktion, gleich im Juni, haben sie die zusammengeschlagen, einige ermordet, auf LKWs verladen, gefoltert. Und da war mein Uropa dabei. Der hat das zwar überlebt, aber nur bis 1940. Der war dann nierenkrank. Mhm. Die sind nach Hamburg von Berlin weg und wollten wahrscheinlich weiter, aber er war ja auch Verleger. Ein Buchladen hat er gehabt. Und irgendwie musste man auch überleben. Und in Hamburg sind sie zwar hängen geblieben und hatten gedacht, vielleicht wären sie nicht so doll verfolgt, weil die da nicht so bekannt waren als Kommunisten. Aber da kam dann auch jede Woche die Gestapo oder er wurde abgeholt und 1940 dann gestorben. Und das war immer präsent in unserer Familie, denn meine Uroma hatte, wie sie mir als Kind alles ausführlichst erzählt hat, wo ich nicht mehr alles weiß, aber ich kann mich erinnern, dass sie ein Bedürfnis hatte, mir alles zu erzählen, bis hin zu Verhören und Vernehmung, wo sie gelernt hat, rückwärts zu lesen. Also was der Vernehmer auf seinem Papier hatte, sah sie ja nur umgekehrt, wenn sie ihm gegenüber saß. Und da sie aber gut trainiert hatte, rückwärts zu lesen, wusste sie, was für Fragen kommen und um wen es geht und so weiter und konnte sich darauf einstellen. So eine Sachen habe ich alle als Kind erfahren. Und so gesehen war das immer so ein gewisser Druck, auch so die Idee, ich soll doch jetzt wirklich mithelfen, diese bessere Welt mit aufzubauen. Und deswegen war es schwer, mich davon abzuwenden, indem ich dann, als ich herangewachsen war, dachte, ich will diese staatliche Gängelei nicht mehr und habe bei der evangelischen Kirche angefangen zu arbeiten. Bei geistigen Behinderten ungelernt. Gelernt hatte ich Gärtner, aber weißt du, wir pflanzen Blumen für den Frieden und so ein Quatsch, das habe ich alles nicht mehr gewollt. Ja, das heißt also, der Aufbau einer besseren Welt, der war jetzt nach deiner Einschätzung als Jugendlicher nicht unbedingt in den besten Händen mit der DDR. Genau. Du wurdest erzogen in dem Sinne, dass du mitwirken solltest an dem Aufbau einer besseren Welt, aber so wie es aussah oder wie du die DDR zunehmend wahrgenommen hast, war das offenbar nicht der richtige Weg dahin. Ja, als Biermann ausgebürgert wurde, war ich 16. Das war 76. Das war 76 und da wurde so langsam deutlich, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Meine Mutter und mein Stiefvater, die kannten den Biermann ja sogar persönlich und mein Vater hat ihn ja gemanagt. Aber es gab dann auch einen politischen Graben zwischen meiner Mutter und Josch Sellhorn. Der hatte zwar für die Stasi berichtet bis 76 immer wieder mal, weil er dachte, er könne für die Künstler was raushauen, so als Manager, was natürlich immer ein Irrtum ist, aber dann nicht mehr. Und er hatte inzwischen auch eine ziemlich oppositionelle Haltung, die hatte er schon in 50ern, als er aus der Partei flog, aber irgendwie war immer der Wunsch, doch vielleicht den richtigen Kommunismus aufzubauen. Und so haben wir noch bis Mitte der 80er Jahre gesagt, das ist schon richtig, es müssen nur andere Leute anders machen. Inzwischen bin ich da nun nicht mehr der Meinung, ich denke, das ist systemimmanent. Wenn man um auch wieder Biermann zu zitieren, wenn man ein Paradies auf Erden erschaffen will, muss man ja alles Böse ausmerzen. Also gibt's Tote. Das möchte ich nicht. Ja, also du fühltest dich als Außenseiter einerseits, weil du ein besonderes Interesse oder eine besondere Affinität zu dem Jüdischen hattest und wurdest auch zunehmend zum Außenseiter, weil du der DDR gegenüber kritisch eingestellt hast. Nee, Irrtum. Kann man das so sagen? Nein, ich würde es anders sagen. An diesem Punkt war ich ja gar kein Außenseiter. Die meisten Leute in der DDR waren ja auch der Meinung.
Es gibt noch einen Künstler, mit dem du dich befasst hast, dessen Lieder du gesungen hast, was mich sehr erfreut hat, was mir die nächste Gelegenheit gibt, mir selber einen Wunsch zu erfüllen, weil es auch einer meiner Lieblingskünstler ist. Wir sprechen von Georg Kreisler. Wann bist du denn mit der Musik von Georg Kreisler in Berührung gekommen? Na, da muss ich wieder in die 60er Jahre rutschen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, wir springen hin und her. Okay. Es geht nicht anders, weil die Zusammenhänge sind so. Ich kann mich erinnern, in der Küche in Berlin-Köpenick, da wurden, wie heißen die Dinger, Eierkuchen heißt es in Berlin. Mhm. Diese flachen Dinger, die man in der Pfanne macht, die heißen aber überall anders. Pfannkuchen? Ach ja, manche sagen Pfannkuchen, aber in Berlin sind Pfannkuchen wiederum die Berliner. Also Eierkuchen war was ganz besonders Leckeres. Krebs in Frankreich, aber die sind viel dünner und feiner. Meine Mutter machte diese Eierkuchen und sang dazu, Lola mit den Engelsmienen, leg dich auf die D-Zugschienen, Lilleni und Marianne starben in der Badewanne und so weiter. Das sang deine Mutter? Ja, die sang das vor sich hin. Wir fanden sowas immer lustig. Ja, ja. Also ganz morbide. Ich glaube, das hat auch mit der Vergangenheit zu tun. Wenn man weiß, was schon alles Schreckliches geschehen ist, dann kann man schon mit 6 über solche morbiden Sachen tatsächlich kichern. Aber woher kannte deine Mutter das? Na, meine Mutter hatte sowieso eine Affinität zu Chansons und zu Theater, denn ihre Mutter war ja am Berliner Ensemble. Ah, ja. Und war ja die letzte Geliebte von Bert Brecht. Mhm. Die Isot Kilian ist meine Oma. Und meine Mutter hatte ja auch mal den Wunsch gehabt, selbst in die Richtung zu gehen, aber wurde dann doch lieber Ökonomin, wie ihr Schauspielerkollegen meiner Oma nahelegten. Aber du wusstest noch nicht, dass es ein Lied von Kreisler war. Du wusstest nur, das ist eines dieser... Wenn du 6 oder 7 bist, dann fragst du doch nicht, wer das geschrieben hat. Ich wusste aber, das ist das Tonband mit dem Mann mit der tiefen Stimme. Mhm. Und da lachen immer alle und da gab es Taubenvergiften im Park und so. Meine Eltern waren ja getrennt, also meine Originaleltern sozusagen, Josh Selhorn und meine Mutter Isot, die hieß auch Isot wie meine Oma. Die waren getrennt und die mochten das Gleiche, nämlich jiddische Lieder und Georg Kreisler Lieder. Komischerweise, als ich dann auf die Bühne ging, habe ich diese beiden Sachen bevorzugt gemacht, neben meinen relativ erfolglosen Versuchen als Liedermacher. Okay, das ist dann schon in den 80er Jahren gewesen. Ja, aber ich will gar nicht den Zeitsprung sagen. Ich will sagen, dass ich auf die Weise die beiden anscheinend psychologisch immer noch vereinen wollte. Und welche Lieder hast du besonders gerne gesungen? Ich kann es genau sagen. Bei Kreisler habe ich angefangen, etwas zu finden, was in mein jüdisches Programm reinpasste. Ja, eben. Weil ich ja dafür immer die Auftritte hatte. Und da war eins der ersten, für was bist du gekommen und machst der Mutter Mühe? Wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Also es hat doch gar keinen Sinn, auf diese Welt zu kommen. Es geht immer schief. Diese ganze Haltung hat mich dann auch sehr angesprochen. Es sind vor allem die Lieder, die diesen Druck, den ich habe, wenn ich an die Vergangenheit denke. Und der ist eben immanent, den kann ich nicht loswerden. Ich würde ihn gern loswerden. Manche Leute gehen los und haben nur Spaß, aber das schaffe ich nicht. Obwohl es ein bisschen Spaß gibt an dem Makaberen, das man bei Kreisler findet, und auch an den Reimen. Hast du das auch so gefunden? Absolut. Ja. Ich meine, ich lache sowieso über Witze, wo andere nicht immer lachen. Mhm. Aber ich kann die dann manchmal so rüberbringen. Zum Beispiel eine Frage an den Rabbi. Das ist ein jiddischer Witz. Mhm. Sag mal, Rabbi, ich habe ein Lebensmittelgeschäft und meine Frau hat einen Leinenladen. Weder sie noch ich haben irgendeinen Umsatz. Sag mir, Rabbi, lebt die Welt oder stirbt sie? Denn wenn sie lebt, muss sie doch essen. Aber keiner kommt zu mir im Laden. Und wenn sie stirbt, braucht man Leinen für die Beerdigung. Zu meiner Frau kommt auch keiner. Sagt der Rebbe, ja, die Welt lebt nicht. Die Welt stirbt nicht. Sie schleppt sich. Ja. Siehst du, ich muss da eben lachen. Ja, 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 ja. Ist eigentlich eher eine Weisheit als ein Witz. Ist nicht auch, die Welt schleppt sich auch gerade wieder mal die ordentlich. Die Welt schleppt sich gerade, Gottes Willen. Und woher hattest du das Material? Ich saß an der Quelle. Mhm. Mein Vater war ein Schallplattensammler. Und auch die Westplatten vor allem, die hat man im Osten immer durch fliegende Händler bekommen. Und das war natürlich irre teuer für ihn. Er hat eben dann zu manchen Zeiten kaum Geld gehabt fürs allgemeine Leben, aber für die Schallplatten doch. Und dann hatten wir auch traditionell viel Bücher und Platten im Haus, auch bei meiner Mutter. Denn die hatten sich ja einst auch über die Verehrung von Brecht-Kunstwerken kennengelernt. Und dann bist du auch auf Sarah Bialas-Teneberg gestoßen. Teneberg, ja. Ne? Jetzt sind wir Ende der 80er Jahre wieder. Da gab es die ersten Tage der jiddischen Kultur in Ost-Berlin. Also in Berlin, Hauptstadt der DDR. Und dann bin ich da aufgetreten. Und bei meinem Auftritt
Direkt danach standen dann vor der Tür zwei Frauen. Die eine war Salome Genin, die ich schon kannte von der Evangelischen Akademie. Die war zu Tränen gerührt. Und Sarah Bialas, die eigentlich Tänenberg heißt. Und Sarah sagte dann, sie könnte mir noch viele Lieder beibringen. Und dann habe ich mich mit ihr verabredet. Und dann habe ich festgestellt, sie erzählt von ihrer Zeit im KZ in Paris, dann in Israel und warum sie Anfang der 60er dann in ein kommunistisches Land kommen wollte. Dummerweise wurde es Deutschland. Es war nicht der neue Mensch da und alle sind immer glücklich, sondern es waren doch wieder nur die Deutschen, die sie umgeben haben. So hat sie es natürlich empfunden. Und das alles wollte sie vor allem erzählen, immer im Zusammenhang mit Liedern, die ich dann auch gelernt habe und später auf einer CD auch herausgegeben habe. Genau, da warst du also an einer Quelle der ganz besonderen Art. Ja. An einer lebendigen Quelle. Ich hatte viele lebendige Quellen, aber bei ihr habe ich fast alle Lieder nicht mehr gefunden. Also sie hatte sie im Gedächtnis? Sie hatte die im Gedächtnis. Sie ist in den letzten, vor zwei Jahren, von uns gegangen. Und es war kein Wunder, wie ich feststellte, dass ich die Lieder nicht finden konnte. Mhm. Denn sie hat sie zwar alle im Gedächtnis gehabt, aber sie hatte auch ein Talent, die schönsten Worte dafür zu erinnern. Also im Original, wenn ich dann mal ein Original gefunden habe, waren zwar der gleiche Inhalt, aber keine so schöne Lyrik, wie sie mir vorgesungen hat. Also sie hatte die bessere Version. Eigentlich hat sie die gedichtet im Kopf. Aha. Und deswegen habe ich die dann festgehalten. Und die Melodie hat auch variiert. Sie war ja nicht eine Sängerin, sondern sie hat das mit einer einfachen alten Stimme mir vorgesungen. Und dann habe ich versucht herauszufinden, wie das wohl klingt. Du hast also einerseits deine Mutter gehört in der Küche, wie sie Kreisler-Lieder gesungen hat. Da war ein Kind. Da warst du ein Kind und als du dann etwas älter warst, da hast du Sarah Bialas Tennenberg gehört. Da gibt es zu viele Geschichten, kann man noch ja nicht erzählen. Sipelinkowski, deren Eltern ursprünglich aus Czernowitz waren, war eine berühmte Schauspielerin, aber noch nicht Anfang der 60er Jahre so berühmt, in Argentinien. Und die argentinischen Genossen, sie war da auch eine Genossin, eine Kommunistin, die fanden aber ihre künstlerische Abweichlerei nicht so gut und sie musste mal weg von da, nicht, dass sie noch irgendwo hinterrücks beseitigt wird. Und dann ist sie mal für eine Weile in der DDR gewesen. Und da hat meine Oma, Isot Kilian, sie versorgt. Sie war dann eine Freundin der Familie und sie hat dann zwei Abende, ich glaube 1956, vor meiner Geburt, mit jiddischen Liedern im Berliner Ensemble gegeben. Das war der Moment, wo meine Mutter sich in sowas verliebt hat. In diese ganzen Lieder. Und die ging mit mir auch später immer zu Konzerten. Da gab es nur nicht viel in der DDR, aber mal Lineal Dati und so. Und von Zippe gab es auch Aufnahmen. Das gehört alles zusammen. Jetzt machen wir noch einen Sprung. Oh ja, bitte. Vielleicht ist es schon das Jahr 2000, in das wir jetzt gehen. Wir gehen jetzt zu Bettina Wegner, mit der du zusammen aufgetreten bist und die du vorhin schon erwähnt hast. Als diejenige, die auch eine Version gemacht hat von Dance Me to the End of Love. Nee, da müssten wir eigentlich zurückgehen ins Jahr 72 oder so. Gut, da kanntest du sie schon. In den 70er Jahren, da hat mein Vater sie gemanagt eine Zeit lang, bis es nicht mehr ging. Dann konnte sie noch auftreten mit Kurt Tucholsky und Songs von heute. Mhm. In der DDR. Ja, aber da stand nicht dran, dass es Bettina Wegner ist. Das hat der Buschfunk in der DDR erledigt. Wenn das ruchbar wurde, wurden die Veranstaltungen oft abgesagt. 78, 79 ging es nicht mehr. In ein paar Kirchen war noch aufgetreten und dann konnte Devisenbringend im Westen auftreten. Und ich kannte sie die ganze Zeit. Und als 1990 die Mauer aufging, hat mein Vater wieder damit angefangen. Die haben Tourneen gemacht und da bin ich dann dazugekommen und habe vor allem auch jiddische Lieder gesungen. Also als du mit ihr Tourneen gemacht hast, da war sie schon eine alte Bekannte von dir. Eigentlich ja. Ja. Und dann immer mal so. Und als dann ab den 2000er Jahren mein Freund Jens Peter Kruse, El Alemán, ihr Gitarrist wurde, ergab sich das noch häufiger. Und dann hatte sie sich entschlossen, 2007 die Abschiedstournee zu machen. Die habe ich dann die ganze Zeit sozusagen begleitet als Co-Sänger mit ein paar Liedern und ein paar gemeinsamen Liedern. Und dann 2008 haben wir gesagt, jetzt soll wirklich Schluss sein. Dann musste sie sich familiär um was kümmern und 2010, glaube ich, sagte, na, wenn du die Hälfte singst, mache ich noch. Der Abschied war für ihre eigenen Tourneen. Sie will nicht mehr raus aus Berlin und sie will keine kompletten Konzerte mehr geben. Aber mit der Hälfte Treugegesang geht's und so machen wir es bis heute.
Ja, dann sind wir jetzt schon in der Gegenwart angekommen. Ja. Ja. Du machst also die Hälfte von dem Bettina-Wegner-Programm. Naja, eigentlich heißt es ein Bettina-Wegner- und Carsten-Dreuge-Programm jetzt. Ja, genau. Damals hieß das Bettina-Wegner-Programm einfach nur Kurt Tucholsky. Und Songs von heute. Ja, es gab noch eine Gruppe, eine Comedy-Gruppe, so ähnlich wie Schubert und Black. Aha. MTS hieß die. Und die hatten auch noch Veranstaltungen gemacht. Die nannten das Programm, als Bettina schon quasi verboten war, MTS und Sängerin. Finde ich einen herrlichen Titel. Ja gut, Sängerin oder die Begleitung von Carsten Treuke. Nein, so heißt es heute nicht. Nein, so heißt es heute nicht. Ja, aber es ist nicht die einzige Gegenwart, die du hast. Du bist auch weiterhin aktiv und du spielst weiterhin an verschiedenen Orten. Und was steht auf dem Programm heute? Also am liebsten mache ich alleine mit Gitarre, gerne auch einen Kontrabassisten. Mhm. Da habe ich einen tollen Martin Bulls Downstrup und mein Freund Daniel Weltlinger, der aus Sydney, Australien ist und so Geige spielt, wie es genau zu meiner Art Singen passt. Und dann gebe ich nicht vor, was ich singe. Ich singe dann alles, was ich will. Paar eigene Lieder, paar Chansons, paar jiddische Lieder, alles gemischt. Das sollte heißen Carsten Treuke Lieder, Lieblingslieder am liebsten. Mhm. Und das mache ich öfter und dann kann ich da alles reinpacken. Die großen internationalen Reisen, die haben zunächst mal ein gewisses Ende gefunden. Das fing ja schon nach 9/11, fing das schon an, aber da bin ich ja noch viel gereist. Aber es wurde immer anstrengender, in Flugzeuge zu steigen. Diese Stunden vorher, Sicherheit und Dings. Das kannst du wohl sagen. Man wird eigentlich behandelt wie ein potenzieller Verbrecher. Aus bekannten Gründen, aber es macht mir keine Freude mehr. Ja, aber es hat dir mal eine Freude gemacht. Das sollten wir vielleicht doch noch erwähnen. Da konnte man ja im Flugzeug noch rauchen. Man konnte im Flugzeug noch rauchen und du bist sehr weit rumgekommen mit deinem Programm. Ja, ja, international war es natürlich fast nur jiddische Lieder. Mhm. Ich war mehrfach in den USA und ich war viel in Skandinavien, in allen vier Ländern dort. Ganz oft in Paris, da hatte ich schönste Erlebnisse und tolle Konzerte. Und in London habe ich eine Zeit lang jiddische Lieder gelehrt. Und in Belgien? Und in Belgien hatte ich sogar einen Manager, der leider irgendwann überraschend starb. Der hat mich jedes Jahr geholt, Albert Faust, an den denke ich so gerne noch. In Polen war ich oft, Tschechien, Österreich, Australien habe ich besucht und bin da auch im Rundfunk aufgetreten. So, und wie sieht's aus? Jetzt bist du in Deutschland und du bleibst doch eher im überschaubaren Umkreis. Ja, und das hat mit der Pandemie zu tun, weil dann würden die Restriktionen ja noch mal schärfer und ich habe ja kein 2G und solche Sachen gemacht. Ja, gut, da warst du dann wirklich sehr beschränkt. Da war ich sehr beschränkt und diese Mentalität, diese Beschränkungsmentalität, die habe ich jetzt irgendwie im Kopf. Die kam dir auch bekannt vor, diese Beschränkung, oder? Ja, ich bin wieder zu Hause. Ja, gut, und dann hast du diese Beschränkung nochmal erleben müssen in verschärfter Form. Naja, für mich hat es ja auch kein Ende, solange nichts aufgeklärt ist. Mhm. Alle Beweise, dass da was falsch, nicht falsch gelaufen ist, sondern in eine Richtung gelaufen ist, die wir doch alle nie wollten angeblich. Mhm. All die Beweise dürfen ja nur so halbherzig erwähnt werden. Ich habe eine Hacke weg und ich kann dir genau die Hacke erzählen, die bei mir im Kopf passiert ist. Ja. Am 1.8.2020 war diese riesige Demo, die im Tiergarten endete, was dann auch wirklich schon optisch so aussah wie die Love Parade und es ging stundenlang vorher durch die Stadt und ich wollte erst nur mal gucken vor meiner Tür, wo die langzogen. Dann bin ich mit meiner Freundin mitgegangen, dann sah ich plötzlich links und rechts, dass Leute Nazis rausriefen, dann riefen die Leute, mit denen ich ging, auch Nazis raus, das war ganz skurril. Naja, viele kennen ja solche Demos. Wir gingen da also stundenlang durch Berlin, landeten irgendwann im Tiergarten. Da war mit Ballweg und Co. diese riesige Bühne aufgebaut. Das ließ sich ganz gut an. Das war eine Woodstock-Stimmung und eine Aufbruchsstimmung und gute Laune und so. Ich habe nicht geguckt, wer da welche Fahnen hat. Ich kann nur sagen, da war nichts Aggressives. Und die Leute sahen aus, wie früher die Friedensbewegung immer aussah. Und irgendwann habe ich mich nach Hause getrollt, vielleicht 19 Uhr. Und hab mal, wie ich damals noch tat, den Fernseher eingeschaltet. Und dann erfuhr ich, dass ungefähr 17.000 Leute, vor allem Reichsbürger, sich am Tiergarten versammelt hätten, aber die Sache sei schon 14.15 Uhr wieder aufgelöst. Mhm. Und dann habe ich die Straße runtergeguckt, überall habe ich diese blauen Fernsehlichter aus den Fenstern gesehen und habe so gedacht, die gucken das jetzt alle, die sind keine 10 Minuten Fußweg davon entfernt und glauben aber, was ihnen da gesagt wird. Mhm. Und da habe ich gesagt, was
war denn dann 1995, 1980? Was kann man denn dann erzählen? Was war denn vor 100 Jahren? Mhm. Was stimmt überhaupt? Und in diesem Ding bin ich ausgerutscht. Das heißt nicht, dass ich jetzt völlig bekloppt bin. Das heißt nur, dass ich jetzt eine Art Misstrauen entwickelt habe, was viel stärker ist, als ich früher hatte. Auch zu DDR-Zeiten hatte. Und es ist noch schlimmer geworden durch die Vorfälle in Israel. Denn du bist ja mit deinem jiddischen Programm in bestimmten Kreisen unterwegs gewesen. Und kriegst natürlich mit, was da jetzt los ist. Ich habe ja viel mit dem Captain Future, der eine oder andere mag den kennen, solche Veranstaltungen mitgemacht. Friedensfest im Mauerpark und so. Manche haben angefangen, einen dann rechts oder Nazi oder so zu nennen. Das ignoriere ich alles Quatsch. Natürlich sind auch Veranstaltungen ausgefallen. Aber ich fühlte mich dieser neuen Friedensbewegung zugehörig. Fühle ich mich auch immer noch. Aber als dann der 7.10. war, ist ein großer Teil von genau dieser Bewegung tatsächlich bereit zu glauben, dass der Staat Israel ein Interesse daran hätte, Kinder zu schlachten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kennt man aus dem Mittelalter. Die Brunnen zu vergiften und so weiter. Ich habe natürlich schnell gemerkt, man kann kaum noch argumentieren. Die eher Linkeren sagen, Israel ist ein kolonialistisches Projekt und die eher Rechten sagen, das hat der Halt von Rothschild gesteuert und so. Auch das dazwischen stimmt nicht, nebenbei bemerkt. Aber wie auch immer, ich habe keinen Zugriff mehr auf Argumentation. Ich sage, was ich denke, aber ich habe dann gesagt, ich kann nicht zu einer Friedensdemo gehen, die in Neukölln stattfindet, mit palästinensischen Flaggen. Nicht, dass ich was gegen palästinensische Flaggen hätte, sondern was damit verbunden ist. From the river to the sea, Palestine shall be free. Das heißt ja, dass vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer nur noch Palästina sein soll. Und so sehen es jetzt viele auch. Ich hatte vorher bei Apolut oder Manova Artikel geschrieben, wie zum Beispiel diesen Missbrauch des Wortes Antisemitismus. Ich mag das Wort überhaupt nicht mehr benutzen, weil auf einmal war alles Antisemitismus. Wer gegen die Corona-Maßnahmen protestiert hat, gehört zu den Schwurblern und Antisemiten. Und da habe ich gedacht, wieso eigentlich? Wie kommen die darauf? Wieso ist Dr. Bakhti Antisemit? Wenn jeder und alles, der irgendwie was kritisiert, immer gleich ein Antisemit ist, dann stelle ich mir wirklich vor, wie Lieschen Müller sagt, die sich gerade über irgendwas geärgert hat. Wieso Antisemitismus? Ach so, es hat was mit den Juden zu tun. Ach so, die sind die Ursache für den Ärger, den ich gerade habe. Mhm. Und dann entsteht wirklich wieder Judenhass. Aber was soll ich noch erzählen? Entsteht es gut, ist alles wieder da. Und trotzdem weiß ich, wie lieb die Leute sind, auch aus der jetzigen Friedensbewegung. Und möglicherweise gehöre ich ja eigentlich zu den Leuten, die in Israel jetzt gegen Netanjahus Vorgehen protestieren. Um die Geiseln zu retten, muss man nicht alle zusammenbomben. Diese Denke, alles platt machen, damit es hinterher wieder sauber ist, widerspricht jedem einzelnen jiddischen Lied, das ich je gesungen habe. Das ist ein schönes Schlusswort, wenn wir müssen nicht so langsam zum Schluss kommen. Lieber Carsten Treuke, ich danke dir für die vielen Erzählungen und habe die ganze Zeit im Hinterkopf gedacht, wir müssen noch weitermachen. Wir machen vielleicht auch nochmal eine weitere Sendung. Aber für heute muss ich erstmal die Kurve kriegen, ohne Zugabe. Also, ich sage jetzt vielen Dank, Carsten. Sage Tschüss. Und ich sage auch Tschüss. Es war mir eine große Freude. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art können Sie auf Kontrafunk jeden Donnerstag hören, immer um 20 und um 23 Uhr nach den Nachrichten. Die Folgen werden am Freitag wiederholt und werden als Podcast archiviert, sodass Sie die jederzeit nachhören können. Ich habe mir diesmal selbst einen Gefallen getan und Carsten Treuke eingeladen, mit dem ich eine starke Vorliebe teile für Leonard Cohen und für Georg Kreisler. Über beide habe ich bereits Sendungen gemacht, über Cohen sogar zwei. Die können Sie leicht finden, wenn Sie unter Nachhören in der Schublade Unter Freunden stöbern, was ich Ihnen sowieso empfehlen möchte. Bei Carsten Treuke gibt es noch viel mehr zu entdecken. Auch vieles, was für mich überraschend war, fremdartig und doch seltsam vertraut. Er öffnet immer wieder Fenster, die einen neuen Panoramablick ermöglichen, schließt vergessene und verriegelte Türen auf, zieht die Vorhänge beiseite und erlaubt uns den Zutritt zu musikalischen Welten von seltener Schönheit, tiefer Trauer und von einem Humor, der nicht klein zu kriegen ist.
Er hatte gleich einen ganzen Stapel CDs mitgebracht und das war nicht alles. Bei ihm findet nicht nur seine Familientradition eine Fortsetzung und lässt uns mit einem wehmütigen Lächeln in die Vergangenheit schauen. Er richtet seine Antennen ebenso auf die Gegenwart und will sich die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass eines Tages ein jeder so leben kann, wie er leben mag, und dass uns die Fehler in der Welt nicht davon abhalten, munter zu bleiben und einen Frieden in der Gemeinschaft zu finden. Also dann herzlich, Ihr Bernhard Lassahn. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio.